Servus Stefan und John, ich möchte gerne euch ein neues Video beginnen. Viel Spaß. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euer Video beginnen. Ihr seid echt cool. Hallo Stefan und John, ich würde gerne euren nächsten Vlog beginnen. Und damit herzlich willkommen. Und ja, viel Spaß bei dem Vlog. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich habe ja noch etwas auszubessern oder zu verbessern, habe ich ja versprochen. Noch besser? Ja, ich hatte ja hier, ja, keine Ahnung, wie man das nennt, was ich da reingehauen habe, diese Lücke. Und es ist ja schon weiter nachgewachsen. Ich werde jetzt nochmal probieren. Ich werde das Ding jetzt auch richtig rumhalten, habe aber trotzdem wieder sehr viel Respekt, dass es nicht zu kurz wird und taste mich jetzt erstmal langsam wieder ran. Ich trau mich gar nicht. Ja, besser. Hält sich wieder falsch rum? Nein, aber es kann noch kürzer. Diesmal mache ich es echt vorsichtig. Und jetzt geht's los mit dem Vlog. Ich meine, du bist ja echt mutig, John, dass du das nochmal über dich ergehen lässt, nach dem letzten Mal. Aber ich kann dir schon mal versprechen, man sieht jetzt kaum noch was, es ist jetzt angeglichen. Also ich sag's mal so, hier, Stefan hat gesagt, ich soll es machen. Ich will's eigentlich nicht. Das ist es, weil ihre Worte waren ja davor schon, ich kann das, das. Ist und jetzt kann es noch besser. Und das kann es noch besser. Ja, du kannst einem gut ins Wort fallen. Ja. Also falls jemand das Video nicht gesehen haben sollte, es heißt ein großer Fehler. Und großer Fehler wäre auch, das nicht zu gucken. Also das ist wirklich was Besonderes, muss ich mal sagen. Für mich als Zuschauer zumindest. Corona hat es möglich gemacht. Wenn sie jetzt meint, dass sie jetzt wieder alles gut kann, das hat sie auch schon beim letzten Mal gesagt. Wie gesagt, ich freue mich, wenn es zu Ende ist. Also ich verstehe natürlich das Misstrauen, aber ich kann dir schon mal sagen, John, es sieht jetzt schon mal wirklich ganz gut aus. Also Happy End, glaube ich. Glaube ich. So, Stefan, was sagst du? Ich traue mich jetzt nicht so, das sieht so gut aus, ich traue mich jetzt nicht viel weiter zu machen. Kann ich verstehen. Ja, warum nicht gleich so mit der Frisur? Mir gefällt sie persönlich ganz gut, aber was auch gut ist, wir haben von einem guten Freund, haben Stefan und ich, ein Lenkrad für die PlayStation bekommen. Oh, oh. Ist dieses Lenkrad für... Ey, das ist geil. Stefan, haben wir überhaupt ein Rennspiel? Ja, ne? Na klar, hast du eins. Ach, die Scheiße. Ach, nee. Ja. Erstmal 3 Stunden updaten. Und ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Updaten. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Fan von Updates. Aber ja, damit muss man leben. Und ja, mal schauen, wie ich mich mal ohne PlayStation beschäftigen kann. Achso, ja, du musst ja Gas geben und loskommen. Ja, mal los. Kurzer Szenenwechsel. Wir sitzen im Auto, fahren Richtung Delmhorst und erstmal geht's in den Drive-In, aber nicht bei Mc's, bei Burger King.
Bei mir gibt's den Crispy Chicken, das Menü. Das gibt's bei dir, Simone? Den nehme ich auch, habe ich dir nämlich empfohlen. Das ist nämlich super lecker. Und ich wollte gerne das Double Steakhouse Menü, wenn wir mal hier dran sind, aber wir haben es gleich geschafft. Hallo, Bestellung bitte. Hallo, bitte einmal das Double Steakhouse Menü und zweimal, was war es noch, Crispy Chicken Menü. Zwei Crispy Chicken einzeln oder Menü? Als Menü. Und? Das war's. Double Steakhouse, alles Cola? Alles mit Cola, jawohl. Vorfahren bitte. Danke. War doch ganz einfach, oder? Wollen wir sehen, was kommt. Ja, Burger King zu Corona-Zeiten. Hier liegt mein, wie heißt er nochmal, Doppel-Steakhouse-Burger, meine Pommes. Cola steht hier. Ja, meine Pommes, die stelle ich hier hin. Und lasse den Burger noch ein bisschen abkühlen und dann esse ich ihn. Und hinten auf dem Komfortplatz sind auch alle zufrieden. Also Cola schmeckt und Pommes schmecken auch gleich. Wie soll man das denn im Auto essen? Mhm. Indem man den Mund aufmacht, den Burger reinschiebt und zubeißt. Oder den also BK im Auto essen ist schon was für Profis. Ich habe schon mal geschafft, meinen Burger. Ohne Kleckern. Ich schon lange. Weiter geht die Fahrt. Bei schönstem Wetter heute. Und ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir gehen noch mal raus an die frische Luft und sitzen nicht nur auf dem Balkon. Und ja, ich bin wieder sehr gespannt, wo es uns hin verschlagen wird. John, du auch? Ja. Ja, getankt haben wir auch noch. Im Moment sind die Preise ja auch sehr gut und ich hoffe mal, dass Stefan mal vollgetankt hat. Nein, habe ich nicht. Oh. Ich tanke immer für 20 Euro. Ja, das ist mal wieder am falschen Ende gespart, würde ich sagen. Aber gut, wir fahren mal weiter. Die Straße ist hier auch gerade recht schön leer und ja, bis gleich. Bevor jetzt alle wieder fragen, warum sitzt John vorne? Warum sitzt du vorne, John? Hinten? Ich würde mir... Hinten war besetzt. Ja, auch, aber wenn ich hinten wäre, dann wäre das Essen, was ich mir gerade reinstopfe, genau so schnell wieder rausgekommen. Ja, John ist ein bisschen empfindlich, dem wird im Auto schnell schlecht und das Ganze ist nicht ganz so extrem, wenn er vorne sitzt. Und ja, keine Sorge, mich stört es überhaupt nicht, wenn ich dann hinten sitze, alles gut. Und ja, ich sitze hier nur ein bisschen im Chaos, weil die Jungs hier irgendwie alles abgeladen haben. Und wenn jetzt manche wieder denken, was latschen die wieder in der Weltgeschichte rum, hier in so einem langweiligen Gebiet. Ich finde es hier nicht langweilig. Hier ist nämlich ein richtig schönes Waldgebiet. Und du, Johnny, was hast du dazu zu sagen? Du liebst sowas auch, ne? Spazieren gehen? Na, eigentlich ist es nicht so meins, aber wenn man auch nebenbei eine Beschäftigung hat, die Spaß macht. Ich habe jetzt wieder Bock, irgendwas zu schnitzen, also suche ich irgendwelche Stecker, also macht es mir auch Spaß. Ja, ist doch gut. Und ich habe mir gewünscht, einen Specht zu hören, den habe ich auch schon gehört, also ich finde es auch sehr schön. Okay. Jetzt haben wir den Salat. Er kommt nicht wieder zurück. Erstmal ganz großspurig hier auf dem großen Baum hier losmarschiert. Und jetzt natürlich der Weg zurück ein bisschen schwieriger.
und ein bisschen lächerlicher. Aber ich schaff's drüber. Kein großes Drama. Was für lächerlicher, ich will dich mal sehen. Ah, nicht reingefallen. Schade. Ja, hier geht's nämlich nur um die Klicks, ne? Mir geht's um meine Belustigung, die ich auch mal brauche, wenn man hier so in so eine schöne Landschaft geht. Um die Schadenfreude geht's dir, ne? Ja. Du kannst auch reinspringen. Sind wir live dabei, John sucht Ostereier und er findet es nicht. Hä? Wo guckst du denn überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, was du willst. Ey, wie soll man das denn auch finden, ey? Also, wie man das finden soll? Das rote Ei hier auf diesem hellen Boden, das kann man auch schlecht finden. Das hat ja, sich bei getan. Ja, bei diesen weiteren... Ja. Ja, nehme ich jetzt einfach mit. Ich sammle die jetzt einfach. Ne? Kann ich die auf der Autofahrt essen? Aber wir erinnern uns ja alle von unserer Deutschland-Tour. Also Schokolade in den Taschen finde ich jetzt nicht so gut. Ich denke da nur hier an das Frühstücks-Nutella, was es im Hotel gab. Ja, Nutella ist halt das Beste, was man haben kann. Jetzt ist das Nutella wohl heiß geworden und ist in meiner Hosentasche geplatzt. Und ja, mache das mal weg. ich hatte die in meiner Tasche, weil ich das unterwegs essen wollte, die Nutella. So, habe ich aus dem Hotel mitgenommen. Jetzt kann ich diese Sauerei erstmal aus meiner Hosentasche rausmachen. Und ja, habe mich gerade erschrocken. Auf einmal hat es ein bisschen so leise geknallt und dann halt den ganzen Scheiß an der Hand. Sind wir froh, dass es nur Nutella ist und nichts anderes? Vielleicht solltest du das lieber jetzt essen. So, also im Wald hat John ja schon 2 Ostereier gefunden. Das war aber alles außer der Reihe. Bei uns geht's jetzt nämlich los mit der lustigen Ostereier-Such-Challenge. Und zwar, ich werde die Ostereier, unsere Ostersüßigkeiten verstecken. Und Stefan und John, ja, müssen gleich um die Wette suchen. Und wer die meisten Ostereier gefunden hat, ja, der hat natürlich gewonnen und bin gespannt. Ich muss mir jetzt erstmal ein paar Verstecke aussuchen und ja, viel Spaß beim Suchen gleich, Jungs. Ich gebe mir echt Mühe und mache es euch ein bisschen schwer. Gut, dann auf geht's. Thank you.
jetzt geht's ans Auszählen. Gewichtemäßig würde ich mal sagen, stehe ich gar nicht so schlecht da. Oh. So, zwei Hasen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 Eier. Ich glaube, ich muss nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Hier ist der Osterprofi. Die werden mir aber gut schmecken, die Eier. Die Eier? Das erste isst er immer sofort. So, ich hoffe, es bleibt auch noch einiges für mich übrig, was die Jungs jetzt nicht gefunden haben. Ja, viele sagen ja immer, typisch deutsche Familie, jetzt kommt der Beweis, ihr habt recht. Genau, der Klassiker zu Ostern ist nämlich der Osterzopf, der Hefezopf, und den mache ich jetzt, den gibt es nämlich gleich zum Frühstück. Also, typisch deutsch. Wir haben schon seit vielen Tagen dieses Spiel hier, was wir uns bestellt haben, als noch Regenwetter war, zu Hause liegen und noch nicht ausprobiert. Das ist ein Spiel für die VR-Brille. VR-Brille, genau. Virtual Reality oder so? Naja, wie auch immer. Jetzt ist es mal die Zeit, dass wir es mal austesten. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich glaube, von dem, was ich so auf den Bildern gesehen habe und was ich mir im Internet angesehen habe, dass es echt gut ist. Also, dass man da ein tolles Rundum-Erlebnis hat. Tja, die Ärsche werden sich nicht kampflos ergeben, Kumpel. So, wie ich sehe, ist John schon schön im Spiel drin. In einer wohl gerade etwas schwierigen Stelle, wie es aussieht. Ja, die kommen von allen Seiten, wie solche Gegner, die ich abschießen muss. Aber das Spiel ist echt super, auch mit Dietrich, Schlösser knacken. Also, das macht echt Spaß, muss ich sagen. Los geht's. Gehen. Latsch mal nach. Schieß, du triffst die ganze Zeit nicht. Schieß ihn irgendwo überall hin. Nachladen. Na, schieß nicht. Position gehen. Ja, wie man sieht, ist Stefan auch noch neu im Spiel, genau wie ich. ja, aber das Video hat jetzt eine gewisse Länge erreicht, wo man das Video auch beenden könnte. Und ja, machen wir das mal. Ja, sag tschüss. Tschüss. Ja, an dieser Stelle beenden wir das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das Video liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.